Heute für euch 6 Fakten zu Sausage Party, dem wohl absurdesten Animationsfilm aller Zeiten. Los geht's! Nummer 6. Endlich ist er da, der wohl erste FSK 16 Animationsfilm der Welt. Die Story handelt von Lebensmitteln im Supermarkt, die auf den Einzug ins Paradies warten. Das bedeutet, dass sie vom Kunden mit nach Hause genommen werden. Als sie jedoch in der Küche ankommen, müssen sie der grausamen Wahrheit ins Auge blicken. Sie werden bei lebendigem Leibe gehäutet, zerhackt und in Scheiben geschnitten. Selbst die kleinen Babymöhren bleiben davon nicht verschont. Nummer 5. Sausage Party gehört wohl zu den billigeren Animationsfilmen. Zum Budget gibt es verschiedene Informationen, aber es lag wohl zwischen 19 und 30 Millionen Dollar. Jeder aktuelle Pixar-Kinofilm kostete zum Beispiel mindestens 3-mal so viel. Dennoch ist Sausage Party jetzt schon kommerziell sehr erfolgreich, was uns mal wieder zeigt, dass man auch mit wenig Geld einen großen Film machen kann. Und die Nummer 4, Seth Rogen, welcher in Sausage Party die Wurst spricht, war maßgeblich an der Entwicklung des Films beteiligt. Das Drehbuch schrieb er zusammen mit Evan Goldberg, Kylie Hunter und Ariel Sheffier. Der Film erschien bereits Mitte August in den USA und läuft seit dem 6. Oktober auch in den deutschen Kinos. Kommen wir zu Nummer 3. Obwohl er sich selbst stets als aufgeschlossen betrachtet hat, griff Seth Rogen bei Filmen wie Superbad zu billigen homophoben Gags. Er erklärte in einem Interview, dass er sich mittlerweile dafür schämt und es deswegen bei Sausage Party nicht nur keine homophoben Gags gibt, sondern sogar homosexuelle Figuren, die ihre Sexualität ausleben können, ohne dafür von den anderen Figuren im Film verurteilt zu werden. Und die Nummer 2. Im Gegensatz zu anderen Animationsfilmen wird bei Sausage Party damit geworben, dass er kein Film für die ganze Familie ist. Der Film läuft vor sexuellen Anspielungen und dreckigen Witzen nur so über. Um es noch genauer auszudrücken, der ganze Film ist wie ein großer Dauergag und erinnert etwas an den Stil der Scary Movie Filme. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Das Ende des Films ist so abgedreht, wie ihr es vermutlich noch nie in einem anderen Film gesehen habt. Natürlich wollen wir euch jetzt nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt. Die Macher brechen bei diesem Film alle Regeln und Vorstellungen, wie das Ende eines Films auszusehen hat. Was sagt ihr zum Film Sausage Party? Habt ihr ihn schon gesehen? Und wenn nicht, was sagt ihr zum Trailer? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Hier gibt es jetzt noch ein Video zum aktuellen Kinofilm Findet Dory für euch. Dazu einfach in die Mitte auf das Video klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.